Wir sind bei Einrichtung Maurer. Hier ist Franziska Giebel. Hallo, Frau Giebel. Hallo, Herr Herzog. Alles gut heute Morgen? Ja. Genau, Sie sind Auszubildende hier bei Maurer, richtig? Genau, das ist richtig. Genau, wie lange sind Sie schon hier? Ich bin seit letztem Jahr Dezember hier. Macht Spaß? Ja, es macht mir sehr groß Spaß. Super, wir gehen mal noch mal ein bisschen durch. Das Möbelhaus ist jetzt ganz neu. Ja, genau. Wir haben Sie vor kurzem erst die Eröffnung gehabt. Richtig. Und Sie waren Samstag ja hier, zusammen mit dem Chef, dem Frau genau. Maurer. Und es genau. war viel los, oder? Ja, es war schon sehr viel los. Aber es war zu meistern, sage ich jetzt mal. Die Kunden haben sich alle umgeschaut, waren sehr begeistert, dass sie jetzt Ehrlich? Auch draußen Parkfläche haben. Ja, also das war schon sehr toll. Wie viele Kunden waren denn da, die neu waren, die Sie nicht kannten? Also ich muss sagen, so zwischen 10 und 15 Stück waren es bestimmt. Die jetzt ganz neu mal genau, hier waren? Genau, genau. Wo einfach so im Vorbeifahren das Schild gesehen haben und mal reingeschaut haben. Genau. Aber auch viele, viele bekannte Gesichter, die Sie ja, hatten. Klar, klar. Die wollten jetzt auch mal unsere bekannten Kunden, die wollten halt auch mal schauen, was es so Neues gibt und sich mal auch in Ruhe in dem Haus umschauen in den drei Etagen. Also es war schon sehr toll. Sie haben ja erzählt, Sie waren in Urlaub. Genau, und, genau. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Also ich habe Sie eben noch mal kurz gefragt, ja, ob Sie gerne hier arbeiten. Da haben Sie gesagt, naja, das würde man ja immer sagen, man arbeitet ja irgendwo und der Chef hört zu und da sagt man ja immer ja, aber bei Ihnen ist es wirklich so. Sie sagen ja, bei mir ist es wirklich so. Also ich arbeite für mein Leben gern bei Maurer Einrichtungen. Es ist total vielfältig und meine Kollegen sind alle super nett. Ich liebe die Kundschaft, die kommt, denen zu helfen, sich zu Hause einzurichten. Das macht mir halt eben sehr viel Spaß. Jetzt war es so, Sie kamen aus dem Urlaub zurück, ja? Genau. Und Sie haben eine Geschichte, die war ganz spontan, eben erzählt, haben gesagt, Sie waren richtig heilfroh, als Sie auf dem Parkplatz standen, genau. das neue Gebäude gesehen haben. Ja. Warum? Sie haben gesagt, das wäre Ihr zweites Zuhause ein bisschen. Genau, genau. Es ist einfach so, ich fühle mich hier super wohl. Man kommt hier rein, es ist eine super Atmosphäre. Meine Kollegen, wie gesagt, sind alle super nett und hier kann man sich nur wohlfühlen in dem Haus, sage ich jetzt mal. Also genau, deswegen, ich war echt froh, wieder hier zu sein nach meinem Urlaub. Toll, prima. Wir gucken uns nochmal kurz, lassen uns nochmal ganz kurz wirken. Wir haben es ja mit dem Frank Maurer nochmal gezeigt. Was ist Ihre Aufgabe hier bei? Meine Aufgabe hier sind eigentlich im Hintergrund die Sachen. Ich bestelle die Möbel und ja, berate die Kundschaft samstags halt, wenn sie irgendwas suchen. Dann bin ich noch für die Warenannahme zuständig. Und Backoffice auch ein genau, bisschen. Genau. Das heißt, Sie schreiben auch mal eine Rechnung vielleicht oder kümmern sich um, genau. Dass es abgewickelt wird. Genau. Wie wichtig ist denn die Termintreue bei Kunden? Ja, das ist ja ein mega Thema, oder? Dass die dann die Möbel, die ja teilweise bestellt werden müssen, ja. die dann Monate, oder ich sag mal, was ist die normale Wartezeit, wenn man etwas individuell fertig Sechs lässt? Bis acht Wochen. Sechs bis acht Wochen, Sechs ja. bis acht Wochen, so im Normalfall. Dann ist genau. ja schon eine gewisse Vorfreude da. Derjenige, der sich etwas bei Ihnen gönnt, ja, der ja. Freut sich ja, dass er es genau. irgendwann mal kriegt. Ja. Und dann muss es ja auch alles perfekt gehen. Wie läuft das denn ab? Wie wird denn ein Termin vereinbart zum Beispiel bei Ihnen? Im Großen und Ganzen ist es eigentlich so, wenn die Möbel bei uns eintreffen, kontrollieren wir zuerst, ob alles natürlich vollständig und unbeschädigt ist. Dann geht das weiter an meine Kollegin, die Frau Prill. Mhm. Die kümmert sich darum, dass dann mit den Kunden ein passender Termin vereinbart wird zur Lieferung und dann werden die Sachen ausgeliefert. Okay, eigentlich wie man sich das vorstellt, aber ist ja oft so, dann steht vielleicht das gute Stück da, jetzt haben wir USM, das ist ja so eine Art, mhm. Der Maurer sagt, der Füchertechnik für Erwachsene, ja, ja man kann ja, alles zusammenbauen. Das stimmt. Und es ist vielleicht am Ort des Geschehens dann ein bisschen anders, wie man sich das erwartet hat. Wie ist da der Service? Kommen Sie dann nochmal, stellen den Kunden zufrieden? Ja, klar. Also es ist so, dass wir Lieferung mit Montage haben. So, es ist so, dass wir dann die Produkte, also USM zum Beispiel, bringen wir zu dem Kunden mhm. und montieren das dann auch selber. Und machen das auch perfekt. Dass genau, genau. Das wird so aufgebaut, wie der Kunde das möchte. Also wenn ich das so betone, man muss ja wirklich sagen, Service ist ja heute kein Zufall mehr, sondern es ist das Produkt von vielen Leuten, die sich Gedanken machen darum, wie stelle ich den Kunden zufrieden. Mhm. Und ein Teil des Konzeptes ist ja, dass der Kunde bei Ihnen 1000%ig zufrieden ist. Genau, oder? Genau. Da wird vorher nicht gegangen, bevor der Kunde ist sagt, so? Genau so habe ich mir das vorgestellt. Also das ist wirklich so. Genau. Was ja teilweise auch schwierig ist, denn viele Möbel kommen aus Italien. Ja, die Italiener sind ja dafür bekannt, dass sie, ich sag mal, auch mal etwas ruhiger sind, ja, etwas relaxter, wenn ja. ich es mal so nett sagen darf. Ja. Ja. Ist schon eine Herausforderung, oder? Manchmal. Ich denke schon, aber Sie meistern das. Genau, ja. Ja, genau. Das ist Ihr Platz, das heißt, wenn ich jetzt hier reinkomme,
eine Beratung habe. Es gibt ja noch einen zweiten Stock, den sparen wir uns heute mal. Ja. Man kann sich hier hinsetzen, es gibt dann auch mal einen Kaffee. Genau, genau. Wir bieten Kaffee, Espresso an. Hier haben wir einen Beratungsplatz, dann haben wir da hinten an dem Tisch noch einen Beratungsplatz. Und hier finden dann eher schon die Planungen statt, sag ich jetzt mal, weil wir hier auch unsere ganzen Listen haben. Genau. Prima. So, erster Eindruck. Kennen Sie die Öffnungszeiten schon? Ja, unsere Öffnungszeiten sind von montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr. Ich frage deswegen, weil das ist ja alles noch neu. Genau. Und prima. Das heißt, parken. Das ist jetzt eine besondere Herausforderung. Die Stadt Saarbrücken hat eine kleine Auflage gemacht, vielleicht auch zu Recht. Ja, es gibt jetzt eine Schranke, die ist direkt vor der Tür, aber die geht auf, wenn man einfach nur drauf zufährt, richtig? Genau, die geht auf durch Gewicht von den Autos, geht die einfach auf, wenn man drauf zufährt. Und die geht aber nicht mehr auf, wenn man rausfährt. Man braucht eine kleine Münze. Nein, genau. Da kriegt man von uns direkt, wenn man hier den Haupteingang reinkommt, kriegt man von uns so eine kleine Münze. Muss auch nichts kaufen. Ist ja nein, klar. Man muss nichts kaufen. Und dann kriegt man die Münze und dann kann man die einschmeißen und dann kann man ganz normal wieder raus. Genau, die Auflage war, dass man nicht von unten direkt nach oben auf die Hauptstraße fährt. Genau, es gab nämlich sehr viel Durchgangsverkehr. Ich zeige das mal kurz, da draußen ist sie. Das heißt, Sie können also bedenkenlos einfach durch die Schranke fahren. Ja. Die Münze, die liegt auch direkt hier am Eingang. Da ist die neue Schranke, die gab es vor 2 Wochen noch nicht. Hier sind die Münzen. Und da sind die Münzen und man kann sich dann problemlos nach draußen begeben. Genau, das stimmt. So, vielen Dank. Sind Sie so lieb? Stellen Sie sich noch mal ganz kurz vor, wie Sie heißen. Mein Name ist Franziska Giebel. Ich arbeite bei Maurereinrichtungen. Genau. Und wenn Sie Lust haben, zur Maurer zu kommen, kommen Sie zu Franziska Giebel oder zu den netten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von der Firma Maurer. Vielen Dank für das nette Interview.